Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design Cities Skylines 2. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, heute werden wir mal ein paar Problemchen lösen, denn ich habe festgestellt, dass unsere Bürger nicht so zufrieden sind. Und da werden wir mal auf jeden Fall schauen, warum das so ist. Und dann stelle ich jetzt gleich einmal als erstes fest, hohe Stromgebühren. Das bedeutet, die müssen zu viel für den Strom bezahlen. Und da können wir mal auf jeden Fall sofort entgegenwirken, nämlich bei der Besteuerung und beziehungsweise bei den Dienstleistungen Strom. Und da gibt es ja diesen Dienstleistungsgebühr. Bürger und Betriebe entrichten eine Dienstleistungsgebühr. Genau, da habe ich ja letztens ein bisschen fester an der Schraube gedreht. Ich bin jetzt mal so fair und sage denen, mal erstens mal ganz kurz mal schauen. Okay, also selbst wenn ich Vollgas aufdrehe auf 200%, ändert das nicht wirklich viel. Das heißt, wir machen mal den Strom etwas billiger. Gehen aber gleichzeitig hier auf 100%. Warum? Ich möchte gerne den Strom exportieren und das sollte ja eigentlich bereits möglich sein. Dann möchte ich ganz kurz schauen. Na gut, das hat sich schon einmal verbessert. Dann möchte ich ganz kurz schauen, ob wir hier eigentlich bei den Wasserleitungen irgendeine Möglichkeit haben, das auch irgendwie zu exportieren. Bin ich mir nämlich jetzt gar nicht sicher. Fakt ist, das funktioniert einmal, das ist gut. Aber wir haben hier nirgendwo einen Anschluss, um das Wasser zu exportieren. Was bist denn du eigentlich? Oh, tatsächlich. Wir haben hier einen Anschluss. Und der geht am Kartenrand rüber. Ah, verstehe. Das heißt, da drüben ist erst dieser Anschluss. Gut. Dann werden wir aber trotzdem noch ganz schnell schauen, und zwar Gesundheitsversorgung und zuverlässige Gesundheitsfürsorgeabdeckung. Wir haben doch eine Klinik. Können wir da noch ein bisschen was aufstocken an dieser Klinik, beziehungsweise was könnte man denn hier machen? Aktuelle Menge an eingelagerten Ressourcen. Krankenwagendepot. Fahrzeug in Wartung 1, aktive Fahrzeuge 0 und 5. Okay, was haben wir denn hier? Erweiterungsflügel, zusätzlicher Platz für Patienten. Würde ich dann dieses Haus hier verlieren, oder, wenn ich das mache? Ja, habe ich mir fast gedacht. Egal, ich mache es trotzdem, weil mich es einfach interessiert. Und das Krankenwagendepot, das geht dann nur da direkt dran. Dann bauen wir das auch. Und dann hoffe ich halt einmal, dass die da ein bisschen mehr jetzt zufriedener sind. Dann werden wir noch einmal die Steuern ansehen. Die Besteuerung ist uns jetzt mal egal. Wir werden jetzt einmal bei den einzelnen Steuern schauen. Dienstleistungsgebühr, wir gehen da auf 100%, gehen da auf 90% runter. Wir schauen einmal, dass wir die Leute da ein bisschen gesunder machen können, beziehungsweise glücklicher machen können. Gesunder sind sie ja eigentlich eh schon. Ich denke mal nicht, dass sie so krank sein werden. Aber da geht es eher mal mehr um, dass sie ja glücklicher sind. Dann schauen wir mal. Hohe Steuern. Unzuverlässige Gesundheitsfürsorgeabdeckung. Ja, das muss ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen einpendeln. Dann werden wir gleich einmal hier noch bei den Steuern schauen. Steuern für Wohnen. Okay, die gehen wir mal, drehen wir mal runter. Weil die haben wir sowieso nicht da. Und wenn ich denen jetzt mehr Steuern raufdrücke, machen wir es einmal so. Machen wir es einmal so und hoffen, dass das besser funktioniert. Und dann werden wir uns einmal anschauen, beziehungsweise was ich mich eigentlich schon die ganze Zeit gefragt habe. Wir haben ja jetzt hier die Möglichkeit, da was zu verändern. Aber das geht nur hier. Also das kann ich nur an aufstellen. Ich mache mal kurz Pause. Was habe ich da jetzt getan? Gar nichts. Mir geht es eigentlich jetzt eher darum, okay.
Tut sich nichts. Geistverkehr braucht keine Ampeln. Ich wollte eigentlich nur schauen, was sich da tut. Und hätte eigentlich gedacht, dass es möglich wäre, vielleicht mit diesen Symbolen hier, also mit diesen Schildern, zu sagen, dass das auf die Spuren angewendet wird. Also dass man zum Beispiel sagt, diese Spur ist nur geradeaus rechts und diese Spur ist nur links in den Kreisverkehr hinein. Aber dem ist nicht so. Ja, dann lassen wir das ganz einfach mal. Und hoffen, dass es besser wird. Da drüben bauen sich auch schon wieder ein paar Häuschen. Ja. Gut, können wir noch irgendwo Punkte investieren? Nein. Ja, in der letzten Folge haben wir ja dieses Grundstück hier quasi dazu genommen und haben eine Fußgängerbrücke gebaut, damit die Leute hier oder damit die Schüler mal Anschluss an die Schule finden. Und jetzt bin ich am Überlegen, kann ich eigentlich... Schulgasse. Interessant. Kann ich eigentlich hier einen Anschluss machen, wenn ich jetzt sage, ich will ganz gerne hier einen Weg haben? Überlagerndes Objekt. Gut, machen wir mal kurz so. Dann probieren wir mal schnell. Okay. Aha. Das sieht quasi nur optisch so aus und gilt als nicht als... Ja, dann lassen wir das so, dann sollen sie sich da ein neues Haus bauen. Gut, ich würde auf jeden Fall gerne es schaffen, den nächsten Meilenstein freizuschalten. Warum? Weil man dann hier beim großen Dorf die Produktion sehen können und dann sieht man auch besser, was wir überhaupt für Produktionen, beziehungsweise wo läuft das Zeug überhaupt hin. Wir haben hier Nutztiere und wir sehen aktuell eine 116%ige Effizienz. Die Leute sind zufrieden, die Stromgebühr ist okay, die Wassergebühr ist okay und könnte noch mehr für mehr Leute sein. Hier ebenfalls, das passt mal, aber da geht es immer noch nicht weiter. Wir haben immer noch eine unzuverlässige Gesundheitsfürsorgeabdeckung. Liegt das daran, dass die da drüben, das sieht man jetzt nicht, oder? Dann muss ich da reingehen und dann muss ich hier irgendwo auf Gesundheit gehen. Aber die sind eh alle angeschlossen, angebunden. Was passt ihnen denn nicht? Keine Ahnung. Es ist sehr komplex. Also, ja, die Spieltiefe, muss man schon sagen, ist ziemlich komplex bei diesem Spiel. Und man muss auf sehr viele Sachen aufpassen, dass man bei Cities Skylines 1 noch nicht wirklich berücksichtigen musste. Man konnte es, aber man musste es nicht, weil es trotzdem lief. Und jetzt, wenn man eine zufriedene Stadt haben will, ja, dann muss man definitiv viel mehr machen. So, dann schaue ich einmal ganz kurz. Wir haben hier unser Müllkatras, wir haben hier das, den Anschluss haben wir auch schon gegeben. Ich wäre aber trotzdem dafür, dass wir uns hier... gleich mal... Oh! Popmusiker anwesend. Die Terrasse des Hauses eignet sich perfekt für die Partys, die die hier lebenden Popstars gerne feiert. Na wunderbar. Das heißt, wahrscheinlich wird das eine massive Lärmbelästigung sein. Soll ich mir das so dazu kaufen? Oder soll ich mir das... Oh. Ich habe 12 Bewilligungen. Das kostet mir 100.000. Wollen wir das so haben? Oder soll man eher darüber gehen? Haben wir jetzt nicht wirklich viel Anschluss. Nehmen wir mal, kaufen wir mal das so. Es gab einen Verkehrsunfall. Feuerwehr- und Rettungsdienstübersicht. Okay. Da unten. Autsch. Interessant, wie das simuliert wird. In
in einen Unfall verwickelt. Aha. Arbeitslos. Zielfichtenweg, in einen Unfall verwickelt. Da kommt da jetzt eine Rettung oder? Wie sich da gleich ein Stau aufbaut. Hier, da fährt die Rettung. Ja, ist okay. Will mir das nur mal ganz kurz ansehen. Aha. Okay. Wo fährt der jetzt hin? Aha. Klinik. Okay, der hat quasi diesen Unfall abgehandelt. Und jetzt bringt er den Patienten zur Klinik. Verstehe. Na gut, ich möchte aber trotzdem versuchen, schnell das nächste Ziel zu erreichen. Und das sind eben die 8300 Einwohner. Und da hat sich jetzt aber schon ordentlich was gebaut. Wow. Also was man erreicht, wenn man die Zeit schnell laufen lässt, das ist echt schön. Und vor allem mit diesen Terrassen. Das gefällt mir, dass das so ein bisschen höher liegend ist. Das kann sich definitiv sehen lassen. Aber das mit der Zufriedenheit habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Hohe Steuern, unzuverlässige Gesundheitsfürsorge, Abdeckung. Wie viele Krankenhäuser wollen die denn? Die haben eh schon so viel bekommen. Oder übersehe ich irgendetwas? Es kann natürlich auch sein, dass ich da irgendetwas übersehe, was aktuell... Aber es ist alles grün. Friedhofverfügbarkeit, erst 16 Tote, Gesundheitsfürsorge 125 Kapazität, durchschnittliche Gesundheit 59%. Aha. So wie die Anzahl der Bürger, die aktuell stationär behandelt werden, durch Bereitstellung adäquater Gesundheitsfürsorge verbessert sich die Lebensqualität der Bürger und lässt sich nach Krankheit oder Verletzung schneller an ihrem Arbeitsplatz zurückkehren. Ich meine, das sind nur 3 Leute stationär aufgenommen. Und Platz hätten wir für... Ah, Pharmazeutiker brauchen wir. Sehen wir nicht irgendwo, wo wie viel Patientenkapazität wir haben, oder sieht man das? Ja, egal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer noch zu schlecht ist. Oder wie viel sollen wir da bauen? Es bietet noch einmal 25. Ich meine, so viele Leute können ja gar nicht krank werden. Das wäre eine Epidemie, wenn wir das hätten. Dass wir da jetzt bei dieser kleinen Einwohneranzahl von 1400 Leuten noch mehr Plätze brauchen. Egal, wir werden das schon hinbekommen. Also, aber man sieht hier leider immer noch nicht, wie viel wir tatsächlich selbst produzieren. Das finde ich irgendwie schade. Es ist zwar in Ordnung, dass wir das haben, stört mich nicht, sage ich ganz ehrlich. Aber ich finde es halt schade, dass man nicht erkennt, wie weit das Ganze eigentlich noch gehen muss, beziehungsweise was muss ich denn überhaupt noch alles tun, um effektiver zu sein, um effizienter zu sein. Da haben wir auf jeden Fall diese Abwasserpumpe, die will ich jetzt auf jeden Fall gerne ersetzen durch die Abwasseraufbereitungsanlage. Das ist schon um einiges teurer, aber das stellen wir da auf unser Müllkartrass. Ah, na bitte. Die Stadt wächst. Schließen. Sehr gut, das ist angeschlossen. Waldbrände. Der Wald steht in Flammen. Unsere erste Katastrophe. Wo brennt's denn? Da hinten. Der brennende Baum. Ich meine, irgendwie ist schon cool gemacht, aber jetzt brennt ein zweiter Baum und ein dritter Baum. Ich gehe einfach weg. Ich habe gar nichts gesehen. Zum Glück ist es weit weg von uns. Die Feuerwehr kommt da gar nicht hin. Na, Waldbrand.
Na gut. Dann entfernen wir das Teil hier mal. Gehen in den Untergrundmodus. Kappen das. Und dann haben wir hoffentlich... Dann sind wir da hoffentlich jetzt ein bisschen effizienter. Das kann man noch upgraden, aber das lassen wir jetzt einmal. Ich denke, das werden wir nicht unbedingt brauchen. 7000 minus. Mangel an Unterhaltung. Okay, gut. Dann bekommen die jetzt mal dieses neue Gebäude. Ich hoffe nur, dass das nicht extrem viel Lärm erzeugt. Das war dieses Spezialgebäude. Einzigartige Gebäude werden nach und nach mit dem Erreichen der Anforderung freigeschalten. Einen positiven Effekt. Arten von Spezialgebäuden. Ja. Okay. Popmusiker anwesen. Plus 2 Wohlbefinden in einem Umkreis von 500 Metern. Das könnte man denen eigentlich da dran stellen, oder? Da sieht man eigentlich, wie gut das wirkt. Das sieht man nicht. Ich dachte, dass sich das verschiebt, aber das tut sich gar nicht. Ich würde dieses Anwesen hier dran stellen. Kostet uns das Unterhalt? Nein, ich denke nicht. Oh, der hat sogar Rinder. Na, Pferde hat er. 4 Pferde. Schön. Die Zeit läuft immer noch sehr schnell. Eigentlich bin ich kein Freund von so extrem schnellen Spielen, weil ich das lieber gerne genießen will, aber wir wollen ja ordentlich was weiterbringen. Und jetzt haben wir auch endlich die Möglichkeit, da hineinzuschauen. Jetzt drehe ich einmal die Zeit zurück, dass ich mich da ein bisschen besser auskenne. Also, wir produzieren 24,3 Tonnen. Und haben einen Überschuss von 20,3 Tonnen. Wir produzieren 69,3 Tonnen und haben einen Überschuss von... Und das müssen wir alles erst... Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ah, schau her. Nachfrage nach hoher Dichte. Da geht es dann auch schon los. Ja, das ist gut. Da haben wir die Autobahn. Wie wäre es, wenn wir... Die hohe Dichte da mal dran stellen. Beziehungsweise wir haben ja hier dieses, da werden wir auf jeden Fall hohe Dichte mit anbauen. Da haben wir noch das hier. Dann können wir hier mal die ersten hohe Dichte Gebäude hinstellen. Das werden wir aber anders machen. Das werden wir so machen. Und dann schauen wir mal, was da passiert, wenn wir da so 3-3 machen. Was sich hier baut. Gut. Dann werden wir noch ein bisschen Industrie ausweisen. Das werden wir mit diesen Straßen hier machen. Ja, ich denke, das reicht mit solchen Straßen. Und dann werden wir das so machen. Schauen wir mal. Wir haben ja jetzt auch die Möglichkeit, eben Busse schon zu machen. Wir haben die Möglichkeit, Parks anzubieten. Und ich glaube, wir können jetzt auch... Genau. Das hier auch anbieten. Ah, Moment mal, da haben wir noch sowas. Was wäre, wenn ich hier Bürozonen beherbergen, Unternehmen, die
Immaterielle Güter und Dienstleistungen produzieren. Dazu zählen etwa Dienstleistungen wie Software und Telekommunikation für Privathaushalte und andere Unternehmen. Ermöglicht den Bau von eingeschossigen oder niedrigeren Gebäuden für kleine Unternehmen. Errichten Sie Bürozonen. Das habe ich auch jetzt vor. Und zwar würde ich das ganz gerne mal für den Anfang da so dran setzen. Dann mal schauen, was sich dann hier da draus bildet, beziehungsweise was hier draus dann entsteht. Jetzt gehen wir noch ein bisschen hierher. Und dann schauen wir mal, was wir... Ah, Moment. Genau, Industrie. Da wollte ich jetzt was schauen. Erstens mal, haben wir da noch irgendwas Neues? Nein, haben wir nicht. Da auch nicht, da auch nicht. Bezirke. Hey, wir können jetzt Bezirke machen. Das machen wir auch gleich. Ja, ich denke, das kann man so machen. Abgeschlossen. Erstellen eines Bezirkes, linke Maustaste, Bezirksinformationsmenü. Okay, den Bezirksnamen kann man ändern, die Bezirksbestimmungen. Und den Bezirk kann man selbstverständlich auch löschen. Eggenstedt. Lassen wir das gleich so. Wohlhabend können wir umbenennen. Durchschnittliche Zufriedenheit, die haben immer noch... Oh, die Gesundheitsabdeckung ist jetzt besser geworden, aber Mangel an Unterhaltung. Hohe Steuern. Ja, tut mir leid, da kann ich euch jetzt auch nicht helfen. Ich meine, ich könnte die Steuern senken. Aber wir werden jetzt da mal einen Bauernhof... Oh, ich habe mir da eigentlich in... Naja, ist egal, das bauen wir hier. Ich habe mir da in fruchtbares Land, habe ich mir hier... Habe ich mir hier Häuser gebaut, ist egal. Ich baue das jetzt hier rein. Schau, dass ich so viel als möglich von dem Zeug da mitnehme. So. Passt, danke schön. Jetzt kriegen sie noch eine Straße. Gerne die hier. So, dann gilt das als angeschlossen. Was haben die für ein Problem? Keins mehr. Und jetzt werden wir da mal versuchen... Moment. Na, das geht so nicht, aber so geht's. Eine neue Spielmechanik. Mit diesem Grünzeug. Balken verschieben. Ja, nehmen wir natürlich so viel als möglich fruchtbares Land mit. Wie viel haben wir denn jetzt überhaupt? Moment, das können wir ja jetzt gleich überprüfen. Also, wir brauchen 14,4 Tonnen und haben aktuell 2,6 Tonnen. Da müssen wir auf jeden Fall noch vergrößern. Ich gehe davon aus, dass wir hier sogar noch ordentlich vergrößern müssen. Kann ich das nicht? Ja, ja. Jetzt geht's. So. Und dann schauen wir mal. Wie viel produzieren wir? Das kann nicht sein, dass wir da noch so wenig produzieren. Wie schaut es aus mit Holz? Holz brauchen wir auch, das heißt, Holz produzieren wir auch gleich.
dann sollte das mit den Arbeitsplätzen eigentlich auch besser werden, oder? Wobei, so viel brauchen die gar nicht. Ist die Frage, nehmen wir beide mit? Oder wir machen das so. Ich setze das daher. Und dann beginnen wir hier alles mitzunehmen. Was hier in diesem Kreis ist. Genau, ich will, dass das hier ansnappt. Optimal. Die Obststraße nehmen wir. Ja, das nehmen wir alles mit. Wir nehmen uns das ganze Waldgebiet mit. Hä? Ah, I'm sorry. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Das schließen wir so an. Dann schließen wir das so an. Dann schließen wir das so an. Super tolle Mechanik. Ich nehme jetzt alles an Grünzeug mit, was ich mitnehmen kann. Perfekt. Mehr geht nicht. Dann schauen wir mal, ob wir da jetzt besser versorgt sind. Überschuss, gewaltiger Überschuss. Okay, das dauert immer ein bisschen, bis sich das einpendelt. Da könnte man sogar ein bisschen zurückdrehen. Oder aber, wir produzieren hier jetzt generische Industrie. Tonnenweise. Die bauen sich eh sofort auf. Und dann schauen wir, dass die das bekommen, was sie brauchen. Was brauchen die denn? Die brauchen benötigt Bauholz, Stein, produziert Mineralien. Okay, das müssen sie aber einkaufen, weil ich glaube, gewisse Sachen, Metallerz und Metalle, das haben wir alles noch nicht. Das können wir, glaube ich, auch noch nicht alles abbauen. Also, da hat sich jetzt nicht viel mehr getan. Na gut. Das ist eh besser, weil sonst wird man eh reizüberflutet mit diversen Sachen und die Industrie baut und baut und baut. Gut, Autosave war drin. Lassen wir die mal hier arbeiten. Und dann schauen wir weiter. Jetzt könnte man denen sogar einen kleinen Park geben. Parks für Erholung. Darf den hier nicht dran setzen? Schade. Aber ich darf ihn hier auch nicht dran setzen. Straße benötigt. Ja. Was haben wir denn da noch für Parks? Da haben wir die Autobahn. Also ich würde denen jetzt schon gern hier so einen kleinen Park geben. Schauen wir denn daher. Warum nicht? Weg. Ja, das gilt wieder nicht als angeschlossen. Ich bilde mir ein, dass beim Original City Skylines man hier zum Beispiel andocken hätte können und dann wäre das eine Direktverbindung in den Park gewesen. Das geht leider nicht. Kann man nichts machen. Und das Teil hier versetzen geht auch nicht.
Ja, es gibt leider. Oder geht's doch? Ah, oh, so wird es gehen. Schauen wir mal. Ja, genau. Gar nichts geht. Es muss angesnappt sein. Ja. Stromproblem gelöst. Perfekt. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall erweitern. Erweitern, erweitern, erweitern. Holz haben wir alles. Ich muss mich immer nur langsam durchschauen, damit ich da ja nicht den Überblick verliere. Wahrzeichen, eine Sammlung von Wahrzeichen. Was haben wir denn hier? So, erinnerte Bürger, was ist denn das? Okay. Das Grand Hotel. Sollen wir das jetzt schon reinstellen, also mitten in die Stadt rein? Na, ich glaube, das hebe ich mal auf für ein neues Gebiet. Und wo das neue Gebiet entsteht, schauen wir sich in der nächsten Folge an. Ja, recht knackig mittlerweile. Ich habe meine Einstellung gegenüber City Skylines 2 ein wenig abgeändert. Es ist sehr, sehr knackig, weil man wirklich neu, also ich will nicht sagen neu denken muss, aber man muss tatsächlich neue Wege erkunden, weil City Skylines 1 hat es einem dann doch schon sehr, sehr einfach gemacht. Aber ich freue mich weiterhin, City Skylines 1 spielen zu können und genauso freue ich mich aber auch schon auf die nächste Folge, die ich jetzt dann gleich im Anschluss aufnehme von City Skylines 2. Und da hinten brennt es aber gewaltig. Es brennt einfach überall. Okay, die Stadt ist umzingelt von Waldbränden. Wie das ausgeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Wünsche dir bis dahin einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, City Skylines 2. Bleib gesund. Servus.